10. Sie wollte noch nicht gehen. Wir sprachen von der Liebe, es war ja so schön. Es war wie im Traum, wir zwei allein im Raum. Die Liebe ließ mich nur in die Augen ihr schauen. Die Party war vorbei. Doch es gab für uns zwei, für sie und mich noch keinen Grund zu gehen. Das war nicht einerlei. Ich glaubte, dass es besser wäre, nach Hause zu gehen. Den Schlüssel gab ich ihr, mein Auto vor der Tür. Sie sollte für mich fahren, darum gab ich ihn ihr. Sie lachte mich noch an und sagte, junger Mann, jetzt fahr ich dich ins große Glück hinein. Noch zu ihr, fahr bitte nicht zu schnell, wir haben noch Zeit. Dann war es geschehen, sie hat es nicht gesehen, ein Wagen schoss heran, die Welt begann sich zu drehen. Ich lag im nassen Sand und hielt noch ihre Hand und ihre Augen sagten Manuela.